Willkommen zur Sekarte Bibelbetrachtung. Für nun lese ich Johannes, der zweite Kapitel, Verse 12 bis 22. Da sagt er, dass der Ewe wie Jinke mit seiner Mutter, seiner Bräute und seinen Jüngern nach Kapernaum, aber dort bleiben sie nicht lang. Aus der Jüde er Passafest, Nordachem, Jinke nach Jerusalem. Dort im Tempel traf er die mit Asse schob, in Düwe handelte und auch die Jeltweichsler mit ihr geschafft. Er flach sich eine Pitsch von Streng und juchte mit Asse und Schubtop in den Tempel rüht und schaut die Jeltweichsler ihr Jelt an und schmeit ihre Däsche an. Und er sieht, todei Düwehändler, nehmt die Sache ihr Weiche, mögt mein Vater sein Haus nicht, zu einen Handelsplatz. Dann dachte der Jünger daran, dass die Schriebe steht, der Iwa am das Haus brennt in mir. Die Jüde sehte Tom, was für ein Tieken jäfst du uns, zu beweisen, dass du das Reich hast, das zu tun? Jesus sehte an. Prägte sein Tempel dol und ich wurde in den 3 Jahren abhören. Dann sehte die Jüde, du hast 46 Jahre gedient, diesen Tempel zu bauen, und du wirst ihn in 3 Jahren abhören. Er überred von seinen Körper in den Tempel. Als er nachher erst vom Tod abgestanden wird, dachte seine Jünger daran, dass er das zu angesagt hat, und dann glaubte sie die Schriften an dort, was Jesus gesagt hat. Johannes bringt diese Tempelreinigung ganz am Anfang von seinem Evangelium. Und wenn wir dort gut studieren, dann schaffe ich durch den Finger, dass Jesus zweimal den Tempel gereinigt hat. Einmal am Anfang von seinem Dienst und einmal am Ende von seinem Dienst. Aber was will uns das sagen? Der Stadt, wo Gott angebetet soll werden, soll heilige Hölle werden. Zuerst habe ich Gottes Hieser, den Tempel, in der Stadt, wo sein Wort gepredigt wird. Weil wir das einfach an unsere Kirche nennen, oder an unsere Bibelstunde, oder sonst wo. Wie soll er für Gott sein Wort respekt haben? Und wie sollen wir uns so verhalten, dass wir und andere Menschen, die da rum sind, die Möglichkeit haben, anzubeten? Dass sie wirklich die Möglichkeit haben, sich zu konzentrieren und ab dort, was wirklich passieren soll, die Anbetung Gottes, dass sie die von heute und mit freien Gedanken tun können. Wir sollen nicht unsere Kirche tun scharf machen, zum Handelsplatz, zum Geschrech, zur Anordnung. Wie sollen wir das respektieren? Wie sollen wir für uns selbst und für andere uns so verhüllen und abführen, dass wir nicht ein Hindernis sind für die Anbetung Gottes? Und dann sagt die Bibel auch, dass uns Körper ein Tempel von den Heiligen Geist ist. Wie sollen wir uns Körper reinholen, gesund holen, gut ernähren, in den für Gott heilen? Dort aus dem Leben jetzt abverbringen, so ist die Bibel uns dort sagt. Liebe Tuhira, du und ich, wir haben eine Verantwortung für die Stadt, wo Gott angebetet wird, ob es in der Kirche ist, oder auf der Bibel stehen, oder in uns Körper. Wir sollen Gott ehren mit der Sache, was wir tun und so wie leben, und am nicht verantworten. Der Heilige Geist wohnt in jeder Gläubigen, in der Welt eine verbreitende Gode steht in gereinigte und geheiligte steht haben, zum Wohnen. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Wir sehen, wo du jen Ungerechtigkeit abstunden deutsch und übrig wirst. Wir beten darum, dass auch uns Wort macht übrig sein für die Sache, die zu dir gehört, für die Gerechtigkeit, für die Reinheit, und für dort, was gut und richtig ist. Ja, von so einem Gedanken und so einem Handeln, was die für ihre Tät und nicht für an ihre. Amen.